Einen wunderschönen guten Tag, das sind alle begeisterten Motorrad- bzw. MotoGP-Fans und willkommen hier zurück zu Let's Play MotoGP 19. Fünfter Lauf steht an, wir sind bei den Franzosen angekommen und zwar in Le Mans. Die 24 Stunden von Le Mans können wir heute nicht gewinnen, aber wir könnten vielleicht heute wieder gute und wichtige Punkte mitnehmen für die Moto2-Meisterschaft. Die Meisterschaft habe ich eigentlich nicht im Visier, sondern ein gutes Endergebnis, so dass wir vielleicht am Ende der Saison einen MotoGP oder MotoGP-Vertrag bekommen könnten und dann gleich in die MotoGP aufsteigen könnten. Was ich auch mal gerne wissen möchte von euch, sollen wir vielleicht zwei MotoGP-Saisons fahren, in der ersten Saison quasi als neuer Rookie einen guten Job hinlegen, während wir dann in der zweiten MotoGP-Saison gegen Marquez, Dovizioso, Rossi, Vinales, Petrucci und vielleicht auch Lorenzo um den Titel fighten könnten. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so sehen würdet, oder würdet ihr sagen, eine MotoGP-Saison würde mir reichen, oder wollt ihr dann doch lieber zwei MotoGP-Saisons haben, weil euch dieses Projekt so mega gefällt. Mir persönlich gefällt dieses Projekt momentan einfach sehr, sehr gut, weil das Spiel in meinen Augen auch einfach sehr, sehr top ist. Es macht einfach immer wieder Spaß, das Spiel anzumachen und ein paar Runden zu drehen. Man kann schnell das Training machen, man kann es überspringen, man kann die kurzen Rennen fahren. Es macht nach wie vor einfach nur richtig Bock. Es macht mir auf jeden Fall mehr Bock als der Vorgänger. Und das war ja MotoGP 18. Position 10 herausgefahren in Le Mans im Qualifying. Mal gucken, ob wir nach vorne fahren können. Denn ich sehe einen Schrotter schon mal auf Soft. Der ist damit unterwegs. Wir sind hier wieder mal mit Medium Hard unterwegs. Der harte Reifen, den brauche ich hinten. Und der Medium Reifen sollte das Ganze auch überleben. Mal gucken, ob ich das Ganze heute hier in Le Mans überlebe. Denn Le Mans liegt mir nicht so wirklich. Und trotzdem habe ich in meinen Augen eine relativ gute Qualifying-Runde hingelegt. Aber Qualifying ist das eine, Rennen das andere. Und dabei wünsche ich euch natürlich wieder mal viel Spaß und vor allem gute Unterhaltung. Der Grand Prix von Frankreich. Die Fahrer stehen in der Startaufstellung. Die Lichter werden jeden Moment ausgehen. Und dann geht es los hier in Le Mans. Franck Roig, ich sprich kein Französisch. Wer von euch hat denn eigentlich Französisch in der Schule gehabt? Fällt mir mal gerade so ein, wenn wir hier gerade dabei sind. Ich nicht. Das Einzige, was ich mal hatte, war Spanisch. Aber Spanisch kann nur dieses Rennen heute werden. Das kann ein Stierkampf werden, wenn wir hier nach vorne wollen. Wo, ihr bremst ja in der Kurve. Ich nehme die halb voll, Jungs. Ich nehme die halb voll. Jungs und Mädels, oh ja, ohne Berührung, hier geht es grundsätzlich nicht in der Kurve, jetzt gut rauskommen hier. Ich glaube, Binder und Remy Gardner sind da leicht kollidiert, wir gehen hier außen herum vorbei auf Position. Ach, gehen jetzt hier eine weite Linie und lassen die Tür sperren weit auf. Haben wir jetzt Position 8, haben einen guten Exit dafür. Kurve geopfert für einen guten Exit und bleiben damit auch auf Position 8. Bastianini und Marini vor uns. Beides Naninis. Sind das Brüder oder wie? Oder wie muss man das verstehen? Marini, Bastianini. Könnte man ja fast meinen. Die sind halt von der Endung bei dem Namen sehr interessant. So, P8, zwei Positionen gewonnen. Was eine Seltenheit ist. Der Vorderrad ist auch gar nicht warm. 85, 83 Grad. Gino Antonio hinter uns. Der hat Position gut gemacht. Der ist von P12 aus in das Rennen gegangen. Qualifying KI war auf 115, das Rennen hier ist auf 100 und da konnte ich den Remy Gardner, da konnte ich aufholen auf die Spitzen, Leute, deswegen, das war ein Vorteil zu wissen, im Training, wow, das war ein Vorteil zu wissen, welche KI ich dann für das Rennen nehmen musste, weil wenn ich da ein Duell quasi schon hatte, im Training ist es um einiges leichter. In der Moto3 hatten wir ein paar Probleme, die werde ich auch, glaube ich, auch wieder ein bisschen haben. Schrötter fährt 1:44.766. Ja, und Probleme, der hat momentan einen Herr Lorenzo in der MotoGP. Der muss nämlich Aston, beziehungsweise Aston hat er ausgesetzt und Sachsenring bitte auch aussetzen. Mal gucken, ob Stefan Brade dafür zum Einsatz kommt. Wäre richtig nice auf dem Sachsenring. Mal gucken, ob da noch irgendwie eine Bestätigung kommt. Ich kriege auch gerade eine Bestätigung, dass die ja vorne mir wieder wegfahren. Was mir persönlich gar nicht gefällt. Ich wollte ja eigentlich dranbleiben und attackieren.
Deswegen konzentrieren wir uns mal wieder nach vorne, weil das muss ich auch wieder. Wir sind wieder mitten in diesem magischen Loch. Komisch ist dieses magische Loch in MotoGP 19. Runde 2 von 9. Also wir werden hier 9 Runden fahren. Die vorne duellieren sich leider auch absolut nicht. Sektor 2 und Sektor 3. Das sind so meine Problemsektoren. Sektor 4 werde ich mir ein bisschen Zeit gewinnen. Genau wie Sektor 1. Aber ich bleibe dran. Hinten, da wird die Lücke immer größer. Und vorne, oh, okay. Bastianini hat ein bisschen Topspeed. Das sieht man, aber wir bleiben dran. Wir wollen dranbleiben. Wir wollen attackieren. Diese Rennen machen dann auch richtig Spaß, wenn wir von weiter hinten nach vorne fahren können. So, jetzt sind wir wieder dran. Bastianini, Marini. Austin kam bei euch jetzt nicht so gut an, was mich so ein bisschen gewundert hat. Ich bin ja halt sehr oft neben der Strecke auch gefahren. Das hat mir auch jemand vorgehalten. Genau wie hier. Da bin ich jetzt auch zu weit rausgekommen. So, Vorderreifen auf Temperatur. Schredder 42.1, 42.0 von uns. Wir sind auf dem Niveau der Top-Leute unterwegs. Obwohl das Bike das ja gar nicht hergeben sollte. Aber das ist momentan so ein bisschen das Einfachste, was man einstellen könnte. Bezüglich der KI. Ich bin sogar 41er-Zeiten mal gefahren im Training. Mit dem Reifen. Also da geht noch was. 5/10 geht auf jeden Fall noch. Die ich schneller fahren könnte. Wenn ich in meinem Rhythmus quasi drin bin. Rhythmus ist immer das wichtigste Thema beim Rennfahren. Ohne Rhythmus bringt einem die Pace gar nichts. Nur diese Pace der einen Runde. Rhythmus braucht man immer in einem Rennen. Konstante Rundenzeiten, das ist Pflicht. So, wir bleiben dran, wir werden attackieren. Das verspreche ich euch. Und zwar ein paar Kurven noch. 2/10, wir sind dran. Wir sind dran, Skechen hier rein. In meiner Hasskurve eigentlich in Le Mans. Und machen eine Position gut. Navarro auf der 5. Marini auf der 6. Schönes Überholmanöver. So kann es gerne weitergehen. Im Windschatten jetzt ransaugen. Die vorderen 4 können sich absetzen. Müsste Marquez, Lüthi, Schrötter und... Wer ist der 3.? Ja, der 4. im Bunde sehe ich gerade nicht. Gegen Marini fahren wir ja auch ein bisschen hart. Halten wir mal hart rein. Machen das Manöver. Und sind vorbei. Man muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht vom Bike runterfliegt. Links ist die Tür auf. Wird allerdings nicht genutzt. Navarro und Lüthi auf 4. Wer ist denn auf 3? Marquez ist auf 3. Der hat nämlich einen blauen Anzug. Und das müsste die nächste schnellste Rennrunde für uns sein. Jo. 41.837. Ach, Baldassare, dich habe ich komplett vergessen. Ja, stimmt, der ist ja auf einer Pole Position aus ins Rennen gegangen. Wie konnte ich das vergessen? Ich hoffe, dass sich meine Stimme nicht leicht erkältet anhört, denn ich bin gar nicht erkältet. Ich habe nur grundsätzlich ein Problem, wenn ich morgens um 11 Uhr aufnehme, denn ich bin absolut kein Typ, der morgens irgendwie hellwach ist. Ich bin so eine richtige Nachteule. Was seid ihr eigentlich? Seid ihr ein Frühaufsteher oder seid ihr eher eine Nachteule? Ich bin und bleibe eine Nachteule. Also das ist auch bei mir auf der Arbeit so, ich komme mit einer Frühschicht absolut nicht zurecht. Ich habe das schon in der Schulzeit immer gehasst, dieses frühe Aufstehen. Da gab es ja auch mal eine Diskussion, habe ich mal mitbekommen. Das ist jetzt, glaube ich, schon ein paar Jahre her, dass man ja mal überlegt hat, gerade den Schulbeginn um auf 8:30 zu verlegen, damit die Schüler nicht so ganz müde zum Unterricht kommen, also quasi eine halbe Stunde nach hinten verlegen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt was gebracht hätte. Okay, jetzt sind wir auf Pole 6 und Marini und Bastianini können mir gar nicht mehr folgen. Also sobald die Fahrer hinter uns sind, haben sie Probleme, das Tempo mitzugehen. Wieder mal mitzugehen und die Lücke entsteht. Also das hat auch einer geschrieben, dass er auch dieses Problem mittlerweile hat. Dieses Problem kann ich einfach nur bestätigen. Es sieht halt so aus, vorne, die geben auf einmal richtig Gas und die hinten, die halten ja so Sicherheitsabstand. Das ist ein guter Begriff, Sicherheitsabstand. Apropos Sicherheit, das wird ja in der MotoGP jetzt nicht ganz so groß geschrieben wie in der Formel 1. Finde ich persönlich auch immer sehr, sehr geil. Die Typen hier, das sind für mich noch wahre Gladiatoren, sagt man ja, oder Helden. Die steigen auf so einer 300 PS Maschine oder wie viel PS die Maschinen haben und geben einfach Gas. Und wenn die halt stürzen wie ein Espargaro oder ein Lorenzo oder auch ein Marquez, die stehen einfach auf und setzen sich wieder irgendwann da drauf. Also die Verletzungsgefahr ist halt sehr, sehr groß. Deswegen, ich habe da auch übelsten Respekt davor, wer mit einem
Motorrad unterwegs ist. Man hört ja auch ständig, gerade jetzt natürlich wie im Hochsommer, diese Motorradunfälle, auch diese tödlichen Motorradunfälle. Deswegen, wenn ihr seid auf jeden Fall vorsichtig und fahrt auf jeden Fall im Sommer nicht leichtsinnig, gerade zur Urlaubszeit. Gerade wenn Ferien sind, höre ich das immer wieder im Radio. In Österreich, in Deutschland passiert das häufig. Also, ja, du hast keine Quetschzone. Und jetzt habe ich auch eine Quetschzone hier. Gegen Navarro. Der Exit ist sogar sehr, sehr gut. Der ist sogar top gegen Navarro. Das wird mal wieder ein Angriff. Nee, der Motor gibt nicht so ganz das her. Ich will auch nicht unbedingt den Motor verbessern für Mugello. Ich will den Rahmen weiterhin verbessern. Genau, für solche Manöver hier. Und Navarro wieder vorbei. Puh, Lüthi auf der 4. Musst du nur rum, das geht ja relativ schlecht, weil die Kurve macht zu. Aber man kann sich dann hier links positionieren. Gegen Navarro vorbei. Lüthi auf der 4, Marquez auf 3. Auf 2 sehe ich gerade nicht. Das müsste dann bei der Sari sein. Und Schrötter, der Deutsche, führt den großen Preis von Frankreich an. Schrötter vorbei der Sari, Marquez, Lüthi, dann wir, Navarro, Bastianini, Marini. Und Gartner auf der 9 und Binder auf der 10. Das ist momentan die Reihenfolge in Nachrunde Nummer 5. Noch 4 Runden auf der Uhr. Runde 6, 7, 8 und 9. Und da ist noch alles drin. Da ist noch alles drin. Endlich mal ein richtig geiles Rennen hier in Frankreich. Aber das ist gar nicht so einfach. Ihr merkt das auch. Ich muss mich hier wirklich ins Zeug legen, um nach vorne zu kommen. Und wir wollen natürlich auch ein Angebot aus der MotoGP bekommen. Deswegen müssen wir so ein bisschen als Talent durchkommen. Wer ist momentan eigentlich das größte Talent für euch in der Moto2? Wer verfolgt die Moto2 aktiv? Und für wen, oder wer ist da für euch die größte Überraschung? Gerade so ein Aufsteiger, so ein Rookie. So wie Quartararo in der MotoGP. Überzeugt er regelrecht. Hat da zum Beispiel die MotoGP schon bis auf den Kopf gestellt. Und kann irgendwann auch mal den ersten Sieg einfahren. Vielleicht hat er den sogar schon eingefahren, den Assen, ich weiß es nicht. Assen, gestern war das freie Training. Ich kürze mal ein bisschen ab, ich weiß. Long Lap Penalty gibt es ja hier nicht. Ich hoffe, dass man das in 2020 dann einführt. Beziehungsweise in MotoGP 20. Das wäre geil. Dann kommt man da noch mit dem Realismus näher. So. Der Konkurrenz kommen wir jetzt leider auch nicht ein bisschen näher. Da verliere ich sogar wieder ein bisschen Zeit. Guck mal ganz kurz auf die Reifen. Die sehen relativ noch frisch aus. Sie sehen top aus. Temperaturen passen. Der Vorderreifen hat ein bisschen mehr runter als der Hinterreifen. Und wir fahren weiterhin weiterhin konstante Zeiten unter 1,42. Und zwar gerade so 41,9. So, Tim Lüthi. Ich will zumindest Lüthi bekommen. Marquez, Podium ist eigentlich nicht mein Ziel gewesen hier in Frankreich. Aber vielleicht ist sogar das drin. Schrötter ja noch mit Soft. Ich glaube, Lüthi ist mit Soft Medium unterwegs. Ich finde, daran muss die MotoGP so ein bisschen noch arbeiten, an der Kennzeichnung der Reifen. Das sieht man in meinen Augen nicht so wirklich eindeutig. Also 9 Runden ist lange in Le Mans. Was sind wir hier in der Moto3 gefahren? 8? Ich glaube ja. Bin mir aber jetzt relativ unsicher. So. Wir sind dran an Lüthi. Wir setzen uns daneben. Neben Lüthi. Hartes Manöver, faires Manöver und vorbei. Das scheint eine kleine Schwachstelle zu sein. Von den Moto2-Fahrzeugen hier. Von der KI. Mal gucken, ob Lüthi dran bleibt und einen Konter setzen kann. Ansonsten versuche ich die Lücke zu schließen auf Marquez und Baldassari. Da bin ich ja gar nicht um die Kurve gekommen. Kollision. Da hätte ich fast das Bike verloren. Fast einen Highsider gemacht. So außen herum. Den durchaus längeren Weg fahren. Für einen guten Exit. Ne, funktioniert nicht. Jetzt ist die Lücke auf Marquez wieder ein bisschen größer geworden. Aber Lüthi wieder vorbei. Gegen Lüthi kämpfen wir heute. Um P4. Best of the West. P4 immer so diese Position, die so undankbar ist. Genauso wie Position 16, da kriegst du auch keinen Punkt für. Ja, die Lücke jetzt auf Marquez und Co. ist größer geworden nach dem kleinen Zweikampf gegen Lüthi. Also P4 ist vielleicht das Maximum, was ich holen kann. Ja,
Nicht sauber, nicht sehr gut gefahren, die Kurve. Runde 8 von 9. Zwei Runden habe ich noch Zeit gegen Lüthi. Aber da muss ich erstmal wieder rankommen. 6 Zehntel. 6 Zehntel. Oh, jetzt habe ich quasi Unterschgirn verspürt. Aber nur gerade so. Oder nur so minimal. Ja, sprechen muss gelernt sein. Bastianini ist dran auf Position 6. Der holt auch nochmal auf. Jetzt sind sogar 7 Zehntel auf Lüthi. Jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Das meine ich damit. Man muss im Rhythmus bleiben. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen rausgeflogen. Kurz nach hinten schauen. Die Konkurrenz ist weit, weit weg. Aber Lüthi, der enteilt mir auch wieder. Ja, da vorne sind schon die besten 4. Auch hier die Kurve sauber genommen. Da habe ich auch wieder gefühlt ein paar Meter gut gemacht. Gefühlt, aber laut Zeitenmonitor nicht. Nehmen wir P5 nach Hause? Nein, ich will nochmal P4 angreifen. Ich will nochmal versuchen, P4 anzugreifen. Auch hier komme ich sehr gut raus. Oh, da müsste ich eine Verwarnung für kassieren. Bekomme ich aber nicht. Lüthi dreht auf 1.41.558. Wir sind eine 1.41.8 gefahren. Die da vorne waren auch nicht deutlich langsamer. Da wollte man Marquez an bei der Sari einen Angriff riskieren. Hat es da vorne noch leicht abgebrochen. Oh ja, die Reifen sind gleich down. Ich muss mehr Vertrauen auf das Vorderrad jetzt haben. Wenn ich da nochmal rankommen möchte, gegen Lüthi, die Kurve wird entscheidend sein. Mit einem guten Exit. Ja, die war gut. Die nächste ist auch nochmal entscheidend. Da machen wir nämlich immer Meter gut gegen Tom. Die machen wir jetzt auch gut. Jetzt einen guten Exit. Dann im Windschatten. Na, abschreiben möchte ich Lüthi noch nicht. Abschreiben möchte ich ihn nicht. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Jetzt diese Links-Rechts-Kurvenkombination. Die hat er auch sehr gut genommen. 4 Zehntel. 4 Zehntel. Schlechte Kurveneinfahrt. Da müsste ich jetzt schon mehr als riskieren. Ja, da müsste ich deutlich mehr riskieren. Einen guten Exit noch. Nein, reicht nicht, aber minimal hinter das Ziel gekommen. Hinter Lüthi, aber ich kann mit P5 auf jeden Fall zufrieden sein. 1,1 Sekunden. Ich bin sogar noch die schnellste Rennrunde zum Schluss gefahren. 1:41.369. Also alles eng zusammen. Schrötter gewinnt vorbei, der Sari und Marquez. Was für ein richtig geiles Rennen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen da. Und in der Teammeisterschaft klettern wir jetzt hoch auf Position 9. Also mit der Meisterschaft haben wir grundsätzlich nichts zu tun. Richtig gutes Rennen. Hat richtig Bock gemacht. Nach Runde 2 hatte ich mal wieder diese Befürchtung. Nein, diesmal brauchte ich keine Befürchtung haben, denn wir hatten auch nach Runde 2 Zweikämpfe und wir konnten uns nach vorne arbeiten. Und danke an den Zuschauer, der diesen Helm designt hat. Der ist richtig, richtig cool. Vorne ist mein richtiger Name zu lesen und an der Seite links und rechts mein Nickname auf YouTube. Superhelm, richtig geil. Und wenn du auch einen Helm vielleicht hast, den ich mal benutzen soll, dann lad ihn einfach hoch. Ich lad ihn runter, schreib das in den Kommentaren. Am besten nennt den Helm oder das Projekt DTMNF1, dann werde ich den relativ schnell finden. Das ist unser Karrierefortschritt. Das sind die Fortschritte, die ich gemacht habe in der Fahrzeugentwicklung. Und Fahrzeugentwicklung ist ein gutes Thema, denn da werden wir jetzt noch uns einmal um den Rahmen kümmern. Also Rahmen Nummer 2. Von 3 entwickelt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Und wir sehen uns dann wieder in Mugello, wenn es wieder heißt Let's Play MotoGP 19. Also macht's gut, haut rein und tschüss.